Herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier bei Jivita mit Frau Dr. Marisa Hübner. Hallo Marisa. Hallo, guten Morgen. In der FAZ bin ich auf einen Artikel gestoßen, bei dem es um das Thema Gesundheitskompetenz geht und auch, wie Gesundheitskompetenz uns hilft, durch die Krise zu kommen. Was genau ist Gesundheitskompetenz eigentlich? Gesundheitskompetenz bezeichnet die Fähigkeit, Informationen zu gesundheitsrelevanten Themen erstmal zu finden, die dann richtig zu verstehen und beurteilen zu können und im nächsten Schritt angemessen auf unser Leben anwenden zu können. Das heißt, wir nehmen eine aktive Rolle ein, in der wir dann selbst Verantwortung für unsere Gesundheit und gesundheitsförderliches Verhalten übernehmen können. Das betrifft einmal die Krankheitsbehandlung, die Krankheitsprävention, aber auch die Gesundheitsförderung zum Beispiel. Und jetzt hast du schon die Corona-Krise genannt, und das ist ein sehr gutes Beispiel für Gesundheitskompetenz, nämlich in verschiedenen Schienen oder Schichten. Einmal zu unterscheiden, was sind denn die richtigen Informationen und was sind Fake News. Und dann auch zu verstehen, wie verhalte ich mich denn jetzt sinnvoll in dieser Situation? Also wie kann ich mich selber schützen? Was sind sinnvolle Hygienemaßnahmen? Aber auch, um zu verstehen, warum sind diese Maßnahmen, die viele Staaten jetzt eben auf den Plan rufen, wie die Beschränkung des öffentlichen Lebens sinnvoll und wichtig, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Das heißt, hier einmal Menschen, dass dieses Verständnis weiterzugeben oder letztendlich die Informationen gut weiterzugeben, dass die Menschen dann das auch verstehen. Und zum Schluss, dass die Leute das umsetzen und sich wirklich daran halten, mit dem Ziel, andere Menschen zu schützen. Und für den Einzelnen ist auch von Relevanz, wann habe ich überhaupt Corona-Symptome? Also, dass man nicht in Panik verfällt. Wie verhalte ich mich zum Beispiel, wenn ich Fieber bekomme? An wen wende ich mich, in welchem Fall? Also das alles würde in den Bereich Gesundheitskompetenz fallen. Sehr spannend. Und was glaubst du, wofür ist Gesundheitskompetenz eigentlich wichtig, auch nicht nur in Zeiten der Krise, sondern im Allgemeinen? Also warum braucht die Bevölkerung eine bessere Gesundheitskompetenz? Gesundheitskompetenz ist total wichtig, weil sie eigentlich jeden Einzelnen dazu ermöglicht, informierte und gesundheitsförderliche Entscheidungen zu treffen und dann auch dementsprechend selbstbestimmt zu handeln. Das heißt, jeder soll in die Lage versetzt werden, selbst auf seine eigene Lebensqualität zu achten, die zu erhalten und möglicherweise zu verbessern. Das kann letztendlich sich in alltäglichen Dingen auswirken, sodass wir einfach immer wieder Dinge tun, die unserer Gesundheit im Alltag wohltun und dass wir eben auch motiviert sind, das zu tun. Und aber auch, dass wir die Möglichkeiten haben und die Fähigkeiten, das überhaupt in unserem Leben umzusetzen. Also auch wenn wir nicht nur von der Gesundheit sprechen, sondern auch von Krankheit, ist es beispielsweise auch wichtig, zu entscheiden zwischen sinnvollen und nicht sinnvollen Therapien. Und im Umkehrschluss ist es zum Beispiel bei Leuten, die eine geringe Gesundheitskompetenz haben, so, dass die eher risikoreichere Entscheidungen für ihre Gesundheit treffen. Also beispielsweise rauchen oder eine schlechte Ernährung haben. Das führt dazu, dass diese Menschen häufiger krank sind und laut Statistiken sogar auch früher sterben. Wer eine geringere Gesundheitskompetenz hat, geht dann auch noch in der Regel nicht zu präventivmedizinischen Programmen oder geht nicht zu Vorsorgeuntersuchungen oder eben deutlich seltener. Und im Umkehrschluss aber geht er dann häufiger zum Arzt, weil dann eben eine Krankheit vorliegt. Und das bedeutet, dass Gesundheitskompetenz auch ein ökonomisches Problem werden kann, dass nämlich dadurch die Gesundheitskosten steigen. Und in der Schweiz sind das durchaus 2 bis 3 Milliarden Schweizer Franken, die man einsparen könnte, wenn man die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung steigern würde. Das heißt, hier geht es um die Gesundheit und das Wohlbefinden des Einzelnen, aber letztendlich auch der Gesellschaft. Das heißt, du sagst, Gesundheitskompetenz betrifft wirklich jeden und jeder muss sich mit dem Thema befassen? Also absolut, das betrifft jeden und es ist gerade in der jetzigen Situation total wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass Gesundheit nicht selbstverständlich ist, sondern etwas, wo wir für uns aktiv einsetzen können. Ja? Die Gesundheitskompetenz ist in der Schweiz und in Deutschland nur mittelmäßig ausgeprägt. Das heißt, wir müssen auch hier etwas tun, damit Bürger, die eben Schwierigkeiten haben, Gesundheitsinformationen richtig zu verstehen, umzusetzen, auch hier zu unterstützen. Das heißt, es ist die Verantwortung für Gesundheitskompetenz ist zum einen auf der Seite des Menschen an sich, also des jeden Einzelnen, aber auch auf der Seite
zum Beispiel des Staates, der sich dann mit Bildung oder mit eben dem Gesundheitssystem so aufstellt, dass Menschen überhaupt befähigt werden, diese Informationen zu finden, zu verstehen und auch befähigt werden, diese in ihrem Leben anzuwenden. Es gibt nämlich ganz viele Player in diesem Bereich Gesundheitskompetenz. Das ist zum einen der Patient, der dann zum Arzt geht und letztendlich dort sich die Informationen holt und die dann auch quasi richtig verstehen sollte. Das heißt, der Patient muss zum Beispiel die richtigen Fragen stellen, damit er die richtigen Informationen bekommt. Das wäre die Gesundheitskompetenz auf seiner Seite. Aber der Arzt beispielsweise oder medizinisches Fachpersonal muss auch kompetent sein, diese Informationen so zu verpacken, dass sie der andere richtig verstehen kann. Und das ist eben ein Auftrag an den Arzt, an das medizinische Fachpersonal, aber auch an Krankenkassen, das Gesundheitssystem etc. Und welche Maßnahmen können da genau getroffen werden, beziehungsweise wie können wir die Gesundheitskompetenz auf beiden Seiten stärken? Das ist eine Frage, die sich auf jeden Fall auch der Schweizer Bundesrat gestellt hat und Gesundheitskompetenz als einen der vorderen Punkte auf seine Gesundheitsagenda 2020 gesetzt hat. Und wie ich schon gesagt habe, sind da eben die Akteure Politik, Bildungssystem, Wissenschaft, Krankenkassen und eben auch Ärzte und Patienten gefragt. Und ich denke, dass wir einfach verständlichere Strukturen schaffen müssen, zum Beispiel im Gesundheitssystem, dass es schon damit anfangen kann, die Wegweiser sind im Krankenhaus oder mit der Anweisung, wie Patienten zum Beispiel ihre Tabletten einnehmen müssen, auch über die Aufklärung, zum Beispiel über Patientenrechte. Und dass es generell ein Allgemeinwissen geben sollte. Was ist denn gesunde Bewegung? Was ist denn gesunde Ernährung? Was kann ich denn persönlich für mich tun? Also das heißt, die Leute sollten einfach ausgebildet werden im Bereich Gesundheit und damit auch befähigt werden, etwas Gesundheitsförderliches für sich zu tun. Ja, jetzt bist du ja selbst im Bereich der Gesundheit tätig, hier bei Jivita als leitende Ärztin. Wie möchte Jivita die Gesundheitskompetenz der Menschen fördern? Unser Ziel bei Jivita ist es ja, Menschen auf dem Weg zu einem gesunden Leben zu begleiten. Das heißt, wir möchten relativ einfach verständliche Informationen rund um das Thema Gesundheit, Gesunderhaltung, Wohlbefinden zur Verfügung stellen und das dann auch noch so verpackt, dass es praktikabel und gleich umsetzbar im Alltag wird. Das heißt, unser großes Ziel ist es, Menschen in die Selbstfürsorge, in die Selbstverantwortung zu bringen und dass sie für ihre Gesundheit aktiv werden können. Dabei ist es uns vor allem wichtig, dass diese Informationen zum einen wissenschaftlich fundiert sind, das heißt, aus einer guten Quelle kommen und dass wir sie einfach vermitteln. Auch in unseren Sprechstunden, in unseren ganzen Konsultationen, wir haben ja auch ein großes Angebot jetzt in dieser Zeit an Online-Konsultationen, ist uns wichtig, dass wir schauen, wo stehen unsere Patienten? Was ist deren Vorwissen? Dass wir dort einsteigen können und dass wir sie wirklich Schritt für Schritt begleiten können, auch in ihrem Tempo, sodass wir sie mitnehmen in den Informationsfluss und sie davon profitieren können. Und wenn es um das Wissenschaftliche geht, da haben wir natürlich in der Komplementärmedizin mit den traditionellen Medizinsystemen des Ayurveda, der europäischen Naturheilkunde, nicht immer Studien zur Hand, auf die wir uns berufen können, weil es da einfach sehr, sehr wenige Studien gibt, aus verschiedenen Gründen. Aber hier berufen wir uns einfach auf das große empirische Wissen. Das bedeutet, das ist das Wissen, das über die Jahrhunderte, Jahrtausende angehäuft wurde und sich bewährt hat und stellen eben dieses Wissen dann zur Verfügung, sodass eben jeder Einzelne wirklich simple Dinge für sich tun kann und nicht gleich zum Beispiel panisch wird, wenn die Nase läuft und zum Arzt läuft, sondern wirklich auch Selbstverantwortung übernehmen kann in Situationen, wo er krank wird oder in Situationen, wo er einfach gesund bleiben möchte. Ja, und deswegen kann ich nur jeden einladen, auf unserer Seite ein bisschen zu stöbern, zu entdecken, was wir über Gesundheit zur Verfügung stellen. Und was mir persönlich auch noch sehr wichtig ist, einfach sich die Zeit zu nehmen. Also die Zeit als Arzt für meine Patienten, aber auch, dass ich nochmal einlade, sich vor allen Dingen jetzt die Zeit für sich zu nehmen, sich zu informieren, sich einfach mit dem Thema besser zu beschäftigen, mit dem Thema, was hält uns gesund. Und zu guter Letzt möchtest du den Zuhörern noch ein oder zwei Tipps mit auf den Weg geben, wie man die Gesundheitskompetenz jetzt gerade ein bisschen verbessern kann. Also wichtig ist vor allen Dingen auf die Quellen zu achten. Wo habe ich meine Informationen her? Da macht es immer Sinn, das zu prüfen. Vor allen Dingen jetzt in der Corona-Krise nicht einfach auf jede WhatsApp-Nachricht, die weiterzuleiten, die vermeintliche wichtige Informationen
einem mitteilt, sondern da einfach auf die Gesundheitsseiten der Gesundheitsdirektion zum Beispiel gehen oder hier in Deutschland des Robert-Koch-Institutes, wo wir einfach verlässliche Informationen bekommen. Und ein anderer ganz simpler Tipp ist zum Beispiel, ich erlebe das häufig in meiner Sprechstunde, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ups, das habe ich eigentlich ganz vergessen, was ich Sie fragen wollte. Sortieren Sie sich vorher, also sich vorher Fragen aufzuschreiben. Was möchte ich ganz genau wissen? Was ist mein Ziel von einer Arztinstitution? Also da selbstbestimmt reinzugehen. Viele informieren sich ja im Internet schon vorher bei Dr. Google. Da kommt bei jedem Kopfschmerzen zum Schluss Gehirntumor raus. Das macht einfach wenig Sinn. Da wirklich sich ganz strukturiert aufzuschreiben, was möchte ich wissen, was sind meine Beschwerden? Und dann einfach auch, wenn der Arzt in der ganz normalen Hausarztpraxis nicht so viel Zeit hat, hier strukturiert durchzuführen. Also sich gut vorzubereiten und sich Gedanken auch zu machen über seine eigene Gesundheit. Und was möchte ich davon? Dankeschön. Frau Dr. Marisa Hübner, vielen Dank für deine Zeit und für die ganzen wertvollen Informationen. Ja, herzlichen Dank. Schönen Tag dir noch.